Ja, hallo, vielen herzlichen Dank und schön, dass ihr da seid. Wir haben ja gerade von Jannis schon ein paar ganz schöne Vorlagen zum Thema Streaming bekommen und wollen da jetzt noch mal ein bisschen mehr versuchen, in die Tiefe zu bohren, insbesondere an der Stelle, wo es um die Strategien der Streaming-Plattformen geht. Wir sind eine etwas kleinere Runde als ursprünglich geplant. Christoph Schneider, der Deutschlandchef von Amazon Prime Video, musste sich leider ganz kurzfristig entschuldigen lassen, weil er krank im Bett liegt. Wir wünschen von hier aus natürlich gute Besserung und freuen uns ausführlich über RTL Plus und die ARD Mediathek sprechen zu können. Zwei Streaming-Plattformen, die auch in den Top 5 der meistgenutzten Plattformen in Deutschland drin sind. Und ich begrüße ganz herzlich von RTL Plus die Programmdirektorin Frauke Neb. Hallo. Und von der ARD Mediathek den Head of Content und Leiter Programmplanung Jonas Schlatterbeck. Hallo. Hallo. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, was man da eigentlich in den jeweiligen Positionen so genau macht. Frauke, als Programmdirektorin von RTL Plus, was ist deine Aufgabe oder was sind deine Aufgaben? Das ist eine gute Frage. Zusammengefasst würde ich sagen, ich bin für das Inhalteangebot von RTL Plus verantwortlich, arbeite dabei sehr eng zusammen mit den Kollegen aus der Fiction, Fremdprogramm, den Senderredaktionen. Und das klingt sehr, sehr schön, aber natürlich bin ich auch dafür verantwortlich, dass wir wachsen und die Bestandskunden bei Laune halten. Also Wachstum und Nutzung ist eigentlich mein Aufgabengebiet und das mit Inhalten. Jonas, ausgerechnet bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei der ARD, hat man im Gegensatz zu RTL fancy englischsprachige Titel, Head of Content. Was genau machst du da? Ja. Also die ARD ist ja föderal aufgestellt, das heißt, eine Stunde haben wir Zeit. Also ich würde mal eine kurze zusammenfassen. Die Hälfte davon für die Strukturfragen, ja. Genau. Nein, ich arbeite in der Gemeinschaftseinrichtung, in der ARD-Programmdirektion, also arbeite für die Programmdirektorin und bin zuständig für die Formatentwicklung, die Portfolioplanung und letztlich die Kuratierung auch mit dem ganzen Team, das dahinter steht. Und das klingt natürlich auch total spannend und es ist viel Kommunikation, es ist auch die ARD, wir haben auch die inhaltliche Zusammenarbeit ganz stark, vor allem auch mit den Programmkoordinationen, mit den jeweiligen Häusern und den Redaktionen, also die Strategie entsteht letztlich im Austausch, im Zusammenspiel aus ganz vielen Akteuren und wir versuchen im Team irgendwie die Fäden zusammenzuhalten. Jetzt habt ihr eine Gemeinsamkeit, nämlich gerade schon erwähnt, Team, Austausch, Koordination scheinen wesentliche Bestandteile eurer Tätigkeiten zu sein, was uns ein bisschen zu der Frage führt, wo genau eigentlich die ganzen Programme herkommen, die so auf euren Plattformen zu sehen sind. Jonas, wenn ich es richtig verstehe, ist die ARD Mediathek zwar eine große Plattform, beauftragt und produziert aber selbst kein einziges Programm, oder? Das ist richtig. Zumindest nicht wir in der Programmdirektion. Wir haben eine Programmreserve, mit der wir Spitzenfinanzierung gewährleisten können, aber eigentlich kommen die Programme aus den Landesrundfunkanstalten, also aus den neuen Landesrundfunkanstalten der ARD und aus der ARD Digeto auch für die Fiktion. Und wir haben eher eine koordinative Aufgabe, tatsächlich die dann zusammenzuhalten und in eine Releaseplanung, in eine Portfolioplanung zu bringen. Selber sind wir nicht zuständig für die Produktion dieser Inhalte, genau. Und wie kann man sich das genau vorstellen? Also wie kommst du dahin, kommt ihr dahin, dass ihr annähernd das auf die Plattform bringen könnt, was ihr auch da so als Idealbild fürs Angebot vor Augen habt? Ja, also wir sind ja nicht nur eine Streaming-Plattform, sondern auch in dem Sinne ein Streaming-Netzwerk. Das heißt, wir
haben keine kontrollierende Funktion in dem Sinne, was auf der Plattform passiert, weil wir ja wirklich auch nicht nur das Gemeinschaftsprogramm der ARD dort abbilden, sondern auch alle Regionalprogramme der ARD plus der Partner etc. Also das heißt, wir haben zu jedem Zeitpunkt ungefähr 200.000 Inhalte auf der Plattform und das wäre vermessen zu denken, wir könnten jetzt irgendwie hier entscheiden, was sozusagen in Gänze in Toto produziert wird. Auch beim Regionalen zum Beispiel ist es ganz wichtig festzustellen, dass die Landesrundfunkanstalten hier wirklich ihre programmliche Hoheit haben. Für das Gemeinschaftsprogramm ist es so, dass ganz konkret man sich einmal pro Jahr verabredet auf ein sogenanntes Mengengerüst und da sind dann bei uns dann sozusagen 9+1 Fraukes, nämlich die ProgrammdirektorInnen der Häuser, die sich darauf verständigen, welches Portfolio man als Gemeinschaftsprogramm anbieten möchte. Und das ist dann auch letztlich das Programm, das eine besondere Exposition hat, das besonders auffällig kuratiert und auch personalisiert ausgespielt wird. Und das ist sozusagen der Portfoliobestandteil, den wir sehr stark im Blick haben. Und heißt eben auch für all diejenigen Kreative, vor allen Dingen Produzenten natürlich, die euch was anbieten wollen, die wenden sich nicht an dich, nicht an euch in München, sondern an ihre jeweilige Landesrundfunkanstalt, hier zum Beispiel an den RBB und bieten das dort an. Und ganz genau. Hier kommt es zu euch. Genau, also es ist so ein Dreieck quasi aus Produktion, Redaktion und Plattform. Und wir haben natürlich im Rahmen von Produzententagen oder auch den Review-Gesprächen, die wir mit den Redaktionen führen, immer wieder die Möglichkeit, auch nochmal die Plattformsicht einzubringen und haben bestimmte Abläufe, wie wir auch garantieren können, dass Programme den Ansprüchen dann entsprechen. Aber der direkte Kontakt ist zwischen Produktion und Redaktion, genau. Das ist bei euch, Frauke, stelle ich mir vor, ein Ticken leichter, unkomplizierter, weil ihr nicht 9 Landesrundfunkanstalten habt, aber ihr habt innerhalb der RTL Deutschland-Gruppe natürlich auch verschiedene Sender, RTL, Vox, NTV, Super RTL und so weiter. Ist der koordinierende Anteil deiner Aufgabe und wie stark kann man aus einer reinen RTL Plus Streaming-Sicht Programm beauftragen bzw. produzieren? Also es ist gar nicht so unähnlich, auch wenn unsere Strukturen wahrscheinlich auf der anderen Seite nicht vergleichbar sind. Aber wir sind natürlich im engen Austausch mit den Programmchefs der Sender, also allen voran RTL, Vox, Nitro. Dann haben wir aber ja auch ein paar Pay-Channel und wissen, was bei RTL Plus erscheinen wird. Da haben wir ja die Regel oder das Kundenversprechen, 7 Tage vorher die Programme zur Verfügung zu stellen. Um es mal ganz platt zu formulieren, dann hat man schon mal, ich sag mal, ein inhaltliches Gerüst an linearen Inhalten, die auch auf RTL Plus sehr, sehr gut funktionieren. Das muss man wissen. Also TV-Inhalte funktionieren bei uns genauso gut oder in Teilen sogar besser als ein originär für RTL Plus oder für Streaming konzipiertes Programm. Das ist ganz schön, dass die Mischung so gut aufgeht. Und dann schauen wir natürlich, was beauftragen wir noch, in welchem Genre originär für RTL Plus. Das nennen wir dann RTL Plus Original. Da haben wir eine Menge Fiction beauftragt. Sissi oder der Pumuckl ist, glaube ich, ein recht bekannter Fall. Und dann bauen wir aus all diesen Inhalten die bestmögliche inhaltliche Pipeline, um unseren NutzerInnen übers ganze Jahr die bestmöglichen Inhalte zu bieten und baldovern das dann eben aus. Das ist dann eine komplexe Planung, ne? Wenn bei RTL, wir kennen alle den Anfang des Jahres bei RTL, da kommt der Dschungel. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel und daraus leiten sich dann natürlich für die RTL Plus Planung in dem Fall auch viel ab. Da hat dann RTL den Hut auf und wir schauen dann, dass das Puzzleteil für alle aufgeht. Und wenn wir heute, also Stand Mai 2024, drauf gucken auf euer Gesamtangebot, auf das Portfolio, wie setzt sich das so ungefähr zusammen nach Genres einerseits, aber auch nach Herkunft des Programms. Also wie viel kauft ihr ein, wie viel produziert ihr selbst? Das ist jetzt schwer zu sagen, weil wir natürlich inzwischen auch alle linearen Inhalte, die das Haus
produziert hat, in unserem Portfolio haben. Ich würde aber mal sagen und hoffe, Reality Rules, wer RTL Plus kennt, weiß, dass ein großer Anteil unseres Content-Budgets im Jahr auf die Reality-Formate zugeht, also von Prominent getrennt über Ex on the Beach, Temptation Island und so weiter. Da sind wir sehr stolz drauf, auch wenn die Formate nicht jedermanns Sache sind. Das ist nicht nur Reality, sondern ganz speziell Dating und noch spezieller Dating auf Inseln in leichter Bekleidung. Ja, also nicht nur, wir sehen aber auch ein deutlich, also Prominent getrennt zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, da geht es nicht um Dating, wie der Titel schon sagt, aber klar, ja. Also und das wird sehr gut angenommen und deswegen machen wir da natürlich weiter, versuchen uns aber auch nicht selber zu langweilen und versuchen das Genre Reality natürlich so weit wie möglich auszubauen und da haben wir natürlich noch, haben wir viele Ideen, aber ja, Schwerpunkt ist Dating, Reality. Dann haben wir viel Fiction, eigenproduzierte Fiction gemacht, die reduzieren wir ein Stück weit, wobei wir immer noch eine Menge beauftragen, muss ich sagen, aber wir haben gelernt, dass kleinere Formate es schwer haben, sich im Markt durchzusetzen gegen große Konkurrenz. Ich sag mal, eine Dramedy hat es bei uns heutzutage schwerer, beauftragt zu werden als vor 3-4 Jahren. Das können dann andere Anbieter vielleicht auch besser sichtbar machen und wir setzen auf starke Marken und ich will mich ehrlicherweise ungern auf ein Genre festlegen, weil auch im Fremdprogramm investieren wir viel, im Haus ja über 1 Milliarde an Content und wie gesagt, das ist ein Zusammenspiel und wir merken so grundsätzlich, dass große Themen, Franchises sich bei uns besser behaupten können, dass eine Marke wie Let's Dance, die man aus dem Linearen kennt, auch im Streaming gut funktionieren oder Wer wird Millionär hat in der letzten Woche die Nutzung angeführt und wir schauen natürlich, was sind die Sehbedürfnisse und gleichen das an und man merkt schon, dass gerade würde mal sagen, politisch-wirtschaftlich angestrengten Zeiten spüren wir auch, dass eskapistische Formate, in Klammern Realities, auch sehr, sehr gut angenommen werden. Und die Schwerpunkte variieren wirklich 2-3 Mal im Jahr, passen wir unsere Strategie. Wie sieht es speziell dann mit US-Lizenzeinkäufen aus? Also kauft ihr für RTL Plus wieder mehr US-Serien und Spielfilme ein, als ihr es davor getan habt, weil für RTL als linearer Sender war so erste Hälfte der 2000er Jahre, gab es mehrere Abende pro Woche, wo CSI Miami und sowas wirklich noch rauf und runter lief. Das hat sich im linearen Programm komplett geändert. Ist jetzt im Streaming dafür wieder mehr Bedarf? Unbedingt. Lizenzprogramm ist ein ganz wichtiger Bestandteil, funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Als Beispiel And Just Like That haben wir im Second Pay Auswertungsfenster oder wir haben Serien wie Gossip Girl, Vampire Diaries, Legacies, also große, auch in Teilen ältere Franchise-Marken. Wir haben die Serie Hacks, ich glaube die erste Staffel läuft jetzt gerade auch bei Netflix, wir haben sogar alle 3 Staffeln. Ja, also Fremdprogramm ist wichtiger denn je für uns. Jonas, bei euch auch wieder ein bisschen komplexer, aber wenn wir es mal versuchen, uns der Zusammensetzung anzunähern, gibt es Schwerpunkte zum Beispiel im Hinblick auf Genres? Ja, auch interessanterweise ganz, ganz komplementär auch zur RTL. Also wenn ich mir das Portfolio anschaue, das eben wirklich komplementär für die Mediathek produziert wird, aber auch das lineare Erste, haben wir ungefähr die Hälfte unserer Programme oder unserer Release-Impulse sozusagen im Jahr. Also für die Mediathek, wir sprechen jetzt noch über einen Rahmen von ungefähr 260 Inhalten, sind dokumentarisch. Also wir machen dann eher die investigativen Dokus, die Missstände bei RTL-Formaten aufdecken, wie mit Vollbild neulich. Nein, Spaß. Wir sehen natürlich auch, dass
Dann ist kein Spaß. Gab es Kürzungen? Nein, gab es wirklich. Das ist jetzt zufällig in zeitlicher Nähe zu diesem Panel hier. Da schwingt aber natürlich ein bisschen mit, dass wir natürlich auch gucken, was macht die Konkurrenz, vor allem auch im privaten Bereich, im Bereich Unterhaltung, in der Reality. Also auch wir experimentieren natürlich mit Reality-Formaten. Das schaut bei uns dann ein bisschen anders aus. Also wir haben dann zum Beispiel sowas wie die Motorsägen-Masters oder, um das zu nennen, Down the Road, also wo es um Menschen mit Down-Syndrom geht. Also wir versuchen auch in den Genres, die vielleicht nicht typisch sind für, oder an die man nicht als erstes verbindet, vielleicht auch mit öffentlich-rechtlichen Programmen, Spielarten zu finden, die dazu passen. Aber in der Reihenfolge, es sind vor allem dokumentarische Programme, es sind in zweiter Linie dann fiktionale Programme, da ungefähr hälftig dann auch Serien und Spielfilme und dann eben Unterhaltung und Sportformate. Was für uns auch nochmal spannend ist, sind tatsächlich diese sportlichen Großereignisse. Jetzt stehen wieder zwei vor der Tür. Das ist für uns einfach, also unsere große Aufgabe als Unternehmen mit einer großen, oder als Senderverbund mit einer großen TV-Legacy, ist es natürlich zu gucken, wie schaffen wir es, Zielgruppen zu erreichen, die wir vielleicht über das Lineare noch nicht erreichen. Und da merken wir halt, dass gerade der Sport wirklich für uns ein wahnsinnig wichtiger Treiber ist, weil wir da auch Menschen erreichen, die sonst vielleicht nicht diese regelmäßigen Impulse haben, in die ARD-Mediathek zu gehen. Und deswegen ist auch gucken wir auch, dass im Umfeld von sportlichen Großereignissen das Alternativprogramm zum Sport auch einfach sehr umfangreich ist, sowohl im Fiktionalen als auch im Dokumentarischen. Also natürlich bieten sich dann auch beispielsweise Sportdokus an, wie jetzt gerade unsere Doku-Serie zur WM 2014. Das sind dann natürlich Inhalte, die dann auch in so einem Kontext, in so einem inhaltlichen Zusammenhang gut funktionieren. Genau. Ihr habt heute gerade vorgestellt eine neue Rubrik namens Investigativ für die ARD-Mediathek. Sind das wirklich originär neue Inhalte oder ist das eher eine Bündelung von dem, was an zahlreichen investigativ-journalistischen Inhalten in der ARD ohnehin schon vorhanden ist? Ja, das ist, es ist mehr als nur eine Bündelung, aber es beschäftigt sich vor allem auch mit der Frage, ich weiß nicht, wer vorhin auch bei Jannes Vortrag da war, da hieß es, wir haben Marketingproblem. Ich würde sagen, wir haben vor allem ein Expositionsproblem. Also wir haben wahnsinnig viele Inhalte und wirklich, also unglaublich gute journalistisch recherchierte Inhalte etc. Aber wir müssen es schaffen, diese Inhalte, sei es über Social Media, sei es auch über Marketing oder eben über unsere eigene Plattform, diese Inhalte eben besser zu bündeln, besser aufzubereiten. Und in dem Kontext ist eben diese große investigative Kraft, die in unseren 6 Investigativen und Politmagazinen steckt, plus weitere Dokus, die ja auch entstehen, sportinvestigative Dokus von Hajo Seppelt und so weiter und so fort, die an einer Stelle zu bündeln, aber dann eben auch zu gucken, und wie könnte jetzt eben auch eine vielleicht jüngere Spielart, ich denke an Vollbild, an Exactly, also jüngere sozusagen investigative Reportageformate, wie könnten die sozusagen auch nochmal eine neue Zielgruppe für investigative Inhalte erreichen? Und das sehen wir auf jeden Fall als ganz großen USP, den vor allem Öffentlich-Rechtliche eben in der deutschen Medienlandschaft bieten können. Ist es übertrieben zu sagen, dass dadurch sich Genres insgesamt verändern, weiterentwickeln, auch in dem, was die ARD sozusagen vom Markt gerne haben möchte? Ich habe in letzter Zeit mehrfach aus der ARD heraus gehört, weil Magazine, und davon habt ihr in den linearen Programmen unzählige, weil die in der Mediathek nicht funktionieren, werden jetzt die Magazinredaktionen gebeten, mehr und mehr Einzelstücke zu machen, die irgendwie über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dann laufen können, unabhängig von irgendwelchen Magazinstrukturen. Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, und deswegen ist dieser, also ich sitze jetzt heute alleine hier, aber dieser Prozess ist natürlich einer, der gleichermaßen das Lineare wie auch das Nonlineare beinhaltet. Also die Programmgelder liegen im linearen ersten Fernsehen, und die Landesrundfunkanstalten sozusagen steuern ihren Anteil über den Fernsehvertragsschlüssel bei, also haben ein bestimmtes Kontingent für Gemeinschaftsbudget, das nicht einfach unendlich ist oder weiter gesteigert werden kann, sondern man muss sich entscheiden, habe ich einen Produktionsfokus
das Erste Deutsche Fernsehen oder Mediathek. Und was wir eben machen, ist, dass wir versuchen, in der Zusammenarbeit zwischen linearer und nonlinearer Planung eben den Schieberegler über die Jahre dann weiter in Richtung nonlinear zu schieben. Und das bedeutet natürlich in den Häusern letztlich ja auch einen Change-Prozess, weil dann plötzlich dieselben Redaktionen natürlich auch in der Situation sind, dass sie sich stärker mit jungen Zielgruppen befassen, mit dem Nutzungsverhalten, das sich geändert hat und eben für neues Nutzungsverhalten auch Inhalte anbieten müssen, die zum Teil dann eine andere Formatierung haben. Aber wir glauben oder wir merken auch an den Zahlen, dass das ein Weg ist, der funktioniert, weil ja die inhaltliche Expertise einfach ausschlaggebend ist und weil diese Fachexpertise einfach in den Redaktionen sitzt. Und deswegen haben wir gute Erfahrungen damit gemacht. Wie stellt sich diese Herausforderung bei euch dar, Frauke? Auch RTL ist ja ein Sender, der im Linearen klassisch immer davon profitiert hat, so eine starke Magazinschiene über den Tag zu haben, von Frühstücksfernsehen über Punkt 12 bis RTL aktuell. Also das, was halt im Streaming schwieriger abzubilden ist. Ja, bei uns nicht direkt. Also wie gesagt, das ganze TV-Angebot funktioniert wirklich gut bei uns. Also auch Marken wie RTL Direkt oder RTL Aktuell sind durchaus große Nutzungserfolge. Vielleicht keine, wie wir sie nennen, Abo-Treiber. Ich muss noch eine Lanze für RTL Plus brechen, weil wir natürlich auch Sportangebote haben und auch ein paar richtig gute Dokus. Wir haben natürlich verfolgen andere Ansätze und versuchen, die Programme etwas mainstreamiger zu gestalten, aber wir widmen uns auch gesellschaftlich relevanten Themen. Aber ihr macht keine Dokus über Missstände bei der ARD bisher? Nee, bisher noch nicht, aber wer weiß, nein. Aber wir haben ja Team Wallraff zum Beispiel, ist eine lineare RTL-Marke und ist eins der erfolgreichsten Programme auch bei RTL Plus. Insofern geht bei uns die Rechnung auf und was die Konzeption angeht, dann ist es natürlich schon so, also oder was wir festgestellt haben, ist, es ist eigentlich für ein Programm gut, vorher zu wissen, egal welches Genre, konzipiere ich es für Streaming oder fürs Lineare, weil so die eierlegende Wollmilchsau tut der Kreation und den Inhalten oft nicht gut, weil dann hat man irgendwie die lineare Brille auf, denkt an Werbeblöcke. Im Streaming hat man ganz andere Parameter, die da funktionieren und deswegen sagen wir auch sehr klar vorab, das wird als RTL Plus Original konzipiert oder ist ein lineares Programm und dann steht dann eben der Fokus auch in der inhaltlichen Konzeptionierung ganz klar da. Also so. Wie geht diese Aussage zusammen mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass die TV-Programme, also dass eine gute Zeiten, schlechte Zeiten, Wer wird Millionär, auch genau, läuft. Ich glaube, die geht genau deswegen auf, weil die Formate nicht, die werden konzipiert, die haben eine klare Konzeption. Die werden nicht auf irgendeinen kleinen gemeinsamen Nenner gebracht, sondern überzeugen in sich und dann auch im RTL Plus Angebot. Wenn wir jetzt versuchen würden, GZSZ eine Streaming-Version zu machen, würde es wahrscheinlich dem Inhalt, würde ich vermuten, widersprechen, weil diese Regelmäßigkeit einer Daily Soap entspricht ja linearen Sehgewohnheiten und ich glaube, wir sind alle angetreten und haben gedacht, Streaming-Sehbedürfnisse und lineare Sehbedürfnisse sind komplett unterschiedliche. Ich glaube, über die Jahre wächst wieder so ein Stück weit was zusammen und deswegen geht für uns gerade die Rechnung sehr, sehr gut auf. Wenn ich da nur anknüpfen darf, das haben wir wirklich genau, würde ich genauso unterschreiben, das ist bei uns genauso. Also es sind halt natürlich nach wie vor die linearen Marken, die auch über die Catch-up-Funktion der Mediathek einfach wahnsinnig gut aufgerufen werden. Bei uns sind es die Dailies, der Tatort, die Tagesschau natürlich auch als Live-Content und auch zum Teil der Donnerstag. Also wirklich große Lagerfeuermomente, sag ich mal, des linearen Fernsehens. Und dennoch merken wir halt natürlich, wenn man sich dann die Alterszusammensetzung auch anschaut, also wir sind ja angetreten, um die deutsche Gesellschaft in ihrer Gesamtheit auch zu erreichen, dann haben wir da schon im Schnitt eher die älteren NutzerInnen und freuen uns darüber und wachsen da auch in diesem Segment. Aber es
braucht trotzdem diesen komplementären Katalog, auch übrigens die komplementären Marken. Also es geht ja nicht nur um die Releases von einzelnen Serien oder von einzelnen Dokus, die für sich stehen, sondern wirklich auch neue Marken, mit denen man neues Publikum begeistern kann. Also bei uns wäre das Y-Kollektiv oder beispielsweise Feuer und Flamme ist jetzt gerade wieder neu gestartet. Also große Marken, die im Nonlinearen einfach eine große Strahlkraft haben, aber nochmal substanziell neues Publikum auch an die Mediathek binden. Was sind denn in letzter Zeit so die größten Hits, die vielleicht aus dem regelmäßigen Standardbetrieb herausragen, die besonders hohe Reichweiten erzielt haben? Wenn jetzt Christoph Schneider hier wäre, würde er Maxton Hall nennen, sicherlich die erfolgreichste deutsche Streaming-Serie weltweit im Moment, Nummer 1 in 120 Ländern. Was sind so eure Hits der letzten Zeit? Also ich habe es, glaube ich, schon gesagt, der Pumuckl ist auch ein sympathischer Erfolg, der kleine Kobold. Und tatsächlich, wir haben ihn ja im Dezember released und da merkt man, das ist ein Programm, das sich dauerhaft hält und eine Nachhaltigkeit hat. Das ist dann natürlich besonders erfreulich, wenn es nicht nur so einen Erfolgspeak gibt, sondern das Programm dauerhaft angenommen wird. Sissi, prominent getrennt. Das sind, würde ich gerade ad hoc sagen, ich gucke gerade unsere Pressechefin an, ich habe bestimmt was vergessen, aber ja, bitte? Ach so, ja, witziger, die Elchwanderung, interessanterweise, genau, wir haben einen Versuch gewagt und haben, in Schweden gibt es schon seit vielen Jahren einen Livestream der Elchwanderung. Und das haben wir in diesem Jahr auch bei RTL Plus gemacht und das war tatsächlich, also bekannt auch, mir sagte das Genre vorher auch noch nichts als Slow TV und tatsächlich hat das auch bei uns gut funktioniert. Also wann werden Kameras in der Wildnis Phänomen aufgestellt und man wartet, ne? Was passiert? Ja, es passiert eigentlich fast gar nichts und wir hatten auch intern teilweise so Challenges, dass man irgendwie einen Screenshot machen muss, dass man mal einen Elch gesehen hat, aber darauf kam es gar nicht an und das war ein interessantes Phänomen. Also das ging 3 Wochen lang, 24 Stunden Livestream. Reality-TV mal an. Ja. Kann man mit sowas die Nutzungsdauer hochtreiben? Ja, genau. Also da ging es nicht so sehr um neue KundInnen, sondern tatsächlich um A zu zeigen, okay, wir bieten immer wieder neue Sachen an. Ich glaube, es geht auch immer wieder darum, zu überraschen und zu zeigen, okay, hier gibt es nicht immer nur das Übliche, sondern wir versuchen uns auch neue Dinge auszudenken. Und da geht es darum, ja, wer länger bei uns ist, der kann weniger zur Konkurrenz. Jonas, was sind so die jüngsten Blockbuster bei euch? Ich wünschte, ich könnte Pumuckl sagen, aber das ist ja bei RTL gelaufen. Nein, im Fiktionalen, wenn ich an den wirklich Streaming-Katalog denke, sind es bei uns vor allem Oderbruch, also eine Mystery-Serie, die Anfang des Jahres lief und auch noch Reichweite einsammelt. Das ist Testo, also die neue Serie von Kida Ramadan. Wir haben im Doku-Bereich tatsächlich abseits der, wie ich gerade angesprochen habe, auch schon der langlaufenden Marken so Dokumentarfilme, die tatsächlich auch sehr gut gelaufen sind. Das waren Anfang des Jahres zum Beispiel auch Wir waren in der AfD, also eine AfD-Aussteiger-Doku, die wirklich extrem gut performt hat. Oder das war eine Arte-Co-Pro Becoming Navalny, wo wir natürlich auch einen traurigen Anlass sozusagen hatten, die zu zeigen, wobei das nicht der eigentliche Anlass war, warum wir die im Programm hatten. Ich denke auch an Dokus wie die über Beckenbauer. Also man sieht schon, es ist manchmal auch, also schon also Personality-Formate sind dann die halt auch gut laufen. Auch da gab es einen traurigen Anlass. Und in der Unterhaltung denke ich jetzt jüngst zum Beispiel an den ESC, der natürlich dann auch vor allem in der Live-Performance einfach ein sehr wichtiger Nutzungsimpuls ist für die Mediathek. Ich unterstelle, ihr habt die Titel, die ihr jetzt genannt habt, genannt, weil die besonders häufig aufgerufen worden sind in letzter Zeit. Mir fällt noch was ein. Das Europa League-Finale mit Leverkusen war natürlich auch wenn es aus deutscher Sicht nicht so gut ausgegangen ist, ein Riesenerfolg bei RTL Plus ist.
Dann nominiere ich noch Woche das Pokalfinale. Okay. Wie teilt sich bei solchen Live-Sportübertragungen die Nutzung zwischen linearem Sender und Mediathek auf? Meinst du so die Größenverhältnisse? Ja. Boah. Also ich würde sagen, es kommt sehr stark auf das Programm an. Also was man glaube ich nicht abstreiten kann, ist natürlich, dass die Nutzung bei uns zumindest, also die lineare Nutzung um ein Vielfaches die Online-Nutzung noch übersteigt. Also ich würde jetzt mal pauschal, ich denke jetzt gerade an den Samstag, sowas wie 1:10 ungefähr. Jetzt nur Live-Nutzung gesprochen. Ja, ja, ja. Aber da sind wir sozusagen mittendrin in der Frage, was heißt eigentlich Erfolg für euch im Streaming? Und die Frage ist ja manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Früher im klassischen Fernsehen hatten wir es immer relativ einfach. Da konnten wir, oder können wir auch heute noch am nächsten Morgen um 8.30 Uhr kommen die GfK-Quoten. Da sieht man, wie viele Millionen um 20.15 Uhr was eingeschaltet haben. Beim Streaming hat sich auch da waren Netflix und Amazon sozusagen die Vorbilder in, ich würde sagen, negativer Hinsicht, nämlich Intransparenz, dass man nicht so gerne über Zahlen spricht, dass man eben das sehr, sehr, sich sehr bedeckt hält damit. Und die meisten deutschen Player haben das mehr oder weniger übernommen von den internationalen. Aber was macht für euch Erfolg aus? Also wonach guckt ihr, um zu bewerten, mehr davon oder lieber nicht? Frauke. Also bei uns ist es tatsächlich Wachstum und Nutzung. Das sind so unsere Hauptfaktoren. Also bei einer Programmentscheidung schauen wir entweder, ist das Programm oder der Inhalt so zwingend, dass wir, oder Must-See, sagt man, oder ein solches Talkabout, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir können neue Leute zu RTL Plus holen oder WiederkäuferInnen. Und dann kommt es natürlich darauf an, dann gibt es Programme, die hoffentlich die Bestandskundinnen bei Laune halten. Denn es bringt ja eigentlich nichts, wenn die Leute für einen Monat kommen und dann direkt wieder rausgehen, sondern dann ist es natürlich ein planerisches Konzept und die Frage, womit können wir inhaltlich ihnen das nächste, also wie können wir ihnen die Hand reichen, was nehmen wir an, gefällt Menschen, die New Amsterdam geguckt haben, dann hat das gibt es natürlich Kuratierungsgründe und wir haben zum Beispiel, jetzt fange ich schon wieder mit den Realities ein, aber eine Treppe, also eine Ganzjahresversorgung, wer jetzt Ex on the Beach guckt, kann sich bald auf die nächste Reality freuen. Wir versuchen, fiktionale Highlights zu setzen, aber am Ende geht es darum, die Leute zu uns zu holen und so lange wie möglich im Abo zu halten und zu wachsen. Mhm. Aber ihr messt dann auch sehr gezielt zum Beispiel bei neuen Sign-ups. Ja. Was haben die als erstes geguckt? Also welches war das Programm, das mutmaßlich dazu motiviert hat, das Abo abzuschließen? Genau, das heißt bei uns der First Video View. Aber also erstmal kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist auch ganz angenehm, nicht immer jeden Morgen um 8.30 Uhr schon den Erfolg oder Misserfolg eines Programmes messen zu müssen. Und aus Produzenten- und kreativer Sicht hat ein Programm oder ein Inhalt im Streaming natürlich auch mehr Chancen gefunden zu werden. Also das finde ich erstmal schön für alle Inhalte, die wir anbieten. Denn manchmal ist durch eine lineare Gegenprogrammierung hat ein Programm viel schlechtere Chancen als im Streaming. Dann kommt es natürlich aufs Programm Invest an. Je teurer ein Programm ist, desto erfolgreicher sollte es sein. Ist wahrscheinlich auch jedem klar. Und wie gesagt, haben wir eher das Programm beauftragt, um neue Kunden zu uns zu holen, neue Zielgruppen zu erobern. Oder haben wir das Gefühl, das Programm hält die schon bei uns sind, bei Laune? Bei der ARD gibt es auf jeden Fall eine Erfolgskennziffer weniger schon mal, weil ihr verkauft keine Abos. Ganz genau. Worauf guckt ihr? Ja. Und wir sind natürlich auch in der schönen oder misslichen Lage, wie man auch immer das nennen möchte, dass wir einfach auch eine frei verfügbare Plattform sind, die man nicht mit Login nutzen muss.
Was bedeutet, dass wir auch einfach, wir haben viel Nutzungsdaten, aber natürlich deutlich weniger NutzerInnenbezogene Daten. Und ich würde nochmal differenzieren zwischen, was in Pressemeldungen kommt. Es geht natürlich dann häufig auch um Views und so weiter. Wir gehen intern eher dann auf das, wenn man quantitativ jetzt drauf schaut, auf das Sehvolumen und auf die Wiedergaberate. Das geht so ein bisschen in, auch in Fraukes Richtung, dass man halt auch natürlich bemessen möchte, nicht nur, wie oft hat jemand mal auf ein Programm draufgeklickt, sondern wie viel wurde es wirklich gesehen? Also was, ne, was war der Impact eines Programmes? Dann tatsächlich der Altersanteil 2049, also was für uns eben so die unsere Wachstums- und Eroberungszielgruppen sind, die, wo wir eine bestimmte Prozentzahl sozusagen der potenziellen Zielgruppe ausschöpfen wollen. Und wir gehen dann aber natürlich auch in die qualitativen Richtlinien, also Maßgaben rein. Wir haben für jede Kategorie eben bestimmte inhaltliche Ziele auch nochmal gesetzt, die wir dann auch auswerten. Und gerade was so das Thema eben Erstkontakte auch geht, da arbeiten wir sehr viel natürlich auch mit qualitativen Hinweisen. Also beispielsweise hatten wir jetzt gerade eine ganz tolle Serie, Die Zweiflers, die dann bei Cannes-Series zum Beispiel gewonnen hat. Und da merken wir einfach, dass wir, um neue Zielgruppen aufzubauen, können wir vielleicht nicht solche Programme in ihrer Massentauglichkeit im Sinne von Abrufen oder Sehvolumen sozusagen vergleichen mit dem Tatort oder vorhin habe ich Oderbruch genannt. Aber das ist eine Portfolioarbeit, die sich lohnt und wo dann natürlich Social-Media-Kommentare, Preise, positive Rückmeldungen aus den Communities etc., dass das eben auch ein ganz wichtiges Kriterium ist für uns in der Entscheidung, gibt es von was eine zweite Staffel, machen wir irgendwas weiter, setzen wir es wieder ab. Also dass man da auch wirklich sehr stark auf die qualitativen Zahlen schaut. Und auch ganz spannend, sowas wie Referrer, also wie viel Traffic kam über Social, wie viel Traffic, wie viele haben, bei Testo hatten wir den spannenden Fall, dass eine messbare Prozentzahl, ich glaube 1% der ZuschauerInnen über Spielekonsolen geguckt haben. Jetzt können wir keinen direkten Zusammenhang zu jungem Alter dann ziehen, aber es ist zumindest so ein Indikator zu sehen, okay, da sind wahrscheinlich neue NutzerInnen auf dieses Programm aufmerksam geworden. Du hast gerade gesagt, bei euch muss man sich nicht einloggen, um gucken zu können, aber ihr wollt es ja gerne, ja. Trotzdem, dass sich die Leute einloggen, und ich habe gelernt, ihr geht da ziemlich clever vor, so ein Beispiel wie Oderbruch, also Mystery, Horror der etwas härteren Gangart, kann man sagen, FSK 18, glaube ich, ne? Oder 16. Also das war genau nämlich der Trigger sozusagen für die Anmeldung. Also die ersten beiden Folgen waren FSK 12 und die dritte FSK 16. Das heißt, und es war ein brutaler Cliffhanger zwischen Folge 2 und Folge 3. Das heißt, also mit anderen Worten, FSK 16 Inhalte darf man erst ab 22 Uhr frei verfügbar machen. Deswegen war das sozusagen ein Grund für viele, also insgesamt für jetzt allein 500.000 Menschen wegen diesem Programm sozusagen, sich einen Login zuzulegen. Und uns geht es aber an der Stelle wirklich nicht darum zu sagen, wir ziehen euch irgendwie in den Login rein, sondern wir wollen damit kommunizieren, welche Vorteile man auch hinter dem Login hat. Also das Problem liegt in der schieren Anzahl an Inhalten, die wir haben, 200.000. Also wie will ich eine statisch kuratierte Startseite für alle hinbekommen, wenn ich nicht ein bisschen auch nach Relevanz sortieren kann, wenn ich NutzerInnen nicht die Möglichkeit gebe, bestimmte Genres anzuklicken oder sich Merklisten zu bauen etc. Das heißt, wir wollen es eigentlich nur machen, also es ist absolut optional, aber wir wollen das verknüpfen mit einer besseren Experience, die man hat, wenn man sich eben einen Login schafft. Frauke, während Jonas die Mediatheksprogramme natürlich aus dem Rundfunkbeitrag finanziert, habt ihr zwei Geschäftsmodelle bei RTL Plus, nämlich bezahlte Abos und Werbevermarktung. Ich würde gerne eine These aufgreifen, die Janis vorhin gegen Ende seines Vortrages hatte, nämlich, dass der verstärkte Einsatz von Werbung im Streaming auch die Programme verändert. Würdest du dem zustimmen und inwieweit berücksichtigt ihr bei der Konzeption, bei der Entwicklung von Formaten für RTL Plus die Werbevermarktung? Ehrlicherweise, und ich bin eher ein Inhaltemensch, treibt uns das nicht so sehr an, weil wir fest daran glauben, dass ein Inhalt erfolgreich ist, wenn er in sich
schlüssig konzipiert ist und dann springen auch die Werbekunden drauf. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Inhalt eher mainstreamiger konzeptioniert ist oder ob man ein bestimmtes Segment oder eine Zielgruppe ansprechen möchte, wobei wir da auch im Linearen und auch im Streaming die Erfahrung machen, dass es Werbekunden gibt, die genau sehr, sehr wertschätzen, wenn ein Programm eher nischig ist. Das ist nicht unsere DNA und wir müssen und wollen in großen Schritten wachsen und unsere Zielgruppe ist eben eher breit, aber man kann auch über eine bestimmte Summe an Nischen erfolgreich sein. Insofern treibt uns das nicht so sehr an. Wir überlegen uns dennoch sehr genau, dass wir auch Anreizmodelle im Free-Bereich haben und verfolgen da natürlich einen sogenannten Upsell-Gedanken, also stellen erste Staffeln von Serien in den Free-Bereich, um die Leute hinter die Paywall zu konvertieren. Wir haben jetzt angefangen, ein Fast-Channel-Modell auszurollen, das ist noch nicht auf allen Devices von RTL Plus verfügbar, aber das kennt man ja vielleicht schon und spüren da laufende Programmstreams, genau, wo ihr also zum Beispiel auch nach Marken oder so das genau bildet. Also es gibt zum Beispiel einen Shopping Queen Fast Channel und das wiederum ist ja auch ein sehr interessantes Phänomen, dass es lineares Fernsehen gibt. Geben wird und gab, dass es Streaming gibt und dass das Fast-Channel-Modell auch aus ZuschauerInnen-Sicht interessant ist, wo einem irgendwie dann doch im VOD-Bereich Dinge vorkuratiert werden. Und wir setzen da eben auf unterschiedliche Erlösmodelle. Aber nochmal zur Werbung. Früher gab es fürs lineare Fernsehen, heute auch noch, wurden TV-Serien eben gezielt auf Ad-Breaks, auf Werbepausen hingeschrieben, dass man eben dramaturgisch von vornherein einen Cliffhanger gebaut hat, da wo die Werbung kommt. Das spielt im Streaming heute überhaupt keine Rolle mehr. Die Erfahrung habe ich ehrlicherweise habe ich nie so gemacht. Also ich glaube, im amerikanischen, im Procedural wurde das sehr stark verfolgt, aber aus meiner Erfahrung, auch als ich noch auf der anderen Seite gearbeitet habe, haben wir uns nicht so sehr damit beschäftigt, weil wie dann genau exakt die Werbebreaks gesetzt werden, das hat ja dann auch mit Konkurrenzbeobachtung zu tun und ich kann das nicht bestätigen. Also von daher, ja, man hat es so im Sinn. Aber man hat eher eine dramaturgische Struktur für einen 45er oder für einen 90er im Sinn, als dass man gezielt auf Werbebreaks geschrieben oder konzipiert hat. Wir kommen gleich auch zu euren Fragen. Also ihr könnt euch schon mal überlegen, wir haben Saalmikros, was euch interessiert. Ich würde aber gerne vorher noch mal fragen, auch das hat Janis vorhin so schön im Übergang vom zweiten zum dritten Akt in seiner Struktur erwähnt, dass es jetzt ja so in den letzten anderthalb bis zwei Jahren doch einen gewissen Abbruch gegeben hat. Es war das New Golden Age of Television, wie man so schön gesagt hat, dann kam nicht nur eine gewisse Übersättigung, sondern eben auch Inflation, Zinswende. Es wurde sehr, sehr viel teurer, Programm zu machen und neue Plattformen auf Pump zu finanzieren und entsprechend haben mehr oder weniger weltweit alle Player massiv eingespart und Investitionen zurückgefahren. Wie habt ihr jeweils in euren Häusern diese Wende erlebt und mitgestaltet? Jonas, für euch wahrscheinlich nur mittelbar betroffen, weil der Rundfunkbeitrag ja zumindest überall das stabil geblieben ist. Genau, also die neue Gebührenperiode beginnt 2025 und es ist noch nicht entschieden, wie es da dann genau weitergeht. Und wir machen uns dann natürlich auch aufgrund schon allein der gestiegenen Kosten im Bereich oder in der Inflation einfach darauf gefasst, dass wir nicht mehr im selben Umfang vielleicht auch Inhalte herstellen können. Aber wir haben ein sehr großes Portfolio und wir jetzt eher aus einer content-strategischen Sicht wünschen uns da auch eine gewisse Konsolidierung, eine gewisse Fokussierung auf erfolgsträchtige Inhalte
Und also so dieses Stichwort Klasse statt Masse nehmen wir auch gerne mal in den Mund. Deswegen ist es was, was natürlich die einzelnen Sender, weil wie gesagt, ich vertrete keinen Sender, also den Sendern, die treibt es natürlich um, dass hier Investitionen einfach in einem geringeren Maße möglich sein werden. Aber ich glaube, dass es keine signifikant negativen Auswirkungen auf das Portfolio haben wird und auch nicht auf die Möglichkeiten, sozusagen neues Publikum über die Mediathek zu erreichen. Aber im Grunde hat es ja jeder schon in den letzten 2 Jahren erlebt, dass wenn ihr eine Serie, die davor erfolgreich war, in zweiter, dritter Staffel fortgesetzt habt, auf einmal kostete die Folge halt 10%, 12% mehr als in der Staffel davor. Bisher musstet ihr deshalb noch nicht irgendwie das Angebot kürzen? Nee, also es gibt natürlich die großen Staffelserien, wie zum Beispiel Babylon Berlin, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja, das stimmt, da hatten die ersten Staffeln deutlich mehr Folgen als jetzt die letzten. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass eben Sky aus der Kofinanzierung auch ausgestiegen ist. Das macht natürlich was mit den Erzählarten, mit den Dramaturgien. Wir machen halt auch, um beim fiktionalen Bereich zu bleiben, auch tatsächlich nach wie vor gute Erfahrungen mit inhaltlich abgeschlossenen Eventserien. Das heißt, zum Teil ist es dann auch einfach kompensierbar. Und wenn man sich dann die Pro-Folgen-Reichweiten anschaut, liegen die zum Teil dann auch noch über den Staffelserien tatsächlich, weil es natürlich auch einen gewissen langen Atem braucht, um über einen langen Staffelbogen sozusagen auch dran zu bleiben. Also insofern würde ich sagen, ich würde dir zustimmen, dass es sich vor allem auf so lange Staffelprojekte schon auswirkt. Aber ich glaube, dass wir das kompensieren können durch andere Formen des Angebots sozusagen. Frauke, wenn man die Investitionsmittel unternehmerisch selbst erwirtschaften muss und dann einen Werbemarkt hat, der plötzlich einbricht und Konsumenten vielleicht auch nicht mehr ganz so locker damit umgehen, noch ein zusätzliches Abo abzuschließen, stelle ich mir vor, haut das schon ein bisschen stärker rein. Das stimmt. Das Gute ist, Not macht erfinderisch. Wir haben mit Inga Leschek eine CCO, die die gesamte Content-Strategie und auch dementsprechend das ganze Content-Budget verwaltet. Und ich glaube, wir sind mit den linearen Sendern dann noch enger zusammengewachsen. Wir haben auch kompensiert. Ich sag mal, es ist natürlich, und wir haben viel gelernt in den letzten 3 Jahren. Da kam viel zusammen, wovon wir dann dennoch profitieren konnten, weil wir eben gelernt haben, wir können durch eine starke Fremdprogrammmarke, die im Invest immer sehr viel günstiger ist als zum Beispiel der arme Hauke Bartel, der ist übrigens um 18:45 unser Fiction-Chef, auch noch auf der Republika. Also natürlich kann man durch Umschiften in Genres und im Zusammenspiel mit den Sendern da als Haus wie wir trotzdem viel bewerkstelligen. Und wir haben als Haus im Content-Budget auch die Fahne sehr, sehr hoch gehalten. Das war sehr erfreulich. Ja, dann schauen wir doch mal ins Publikum. Gibt es von eurer Seite aus, da sehe ich schon ein paar Hände, kleinen Moment, Mikro kommt vermutlich zu euch. Ansonsten können wir es auch mal mit laut sprechen versuchen, hier dritte Reihe. Das ist schwer zu verstehen für uns. Ich höre, es geht um Nutzungsfragen. Hier vorne, dritte. Ja, genau. Ja, meine Freundin würde tatsächlich gerne RTL Plus gucken auf dem großen Fernseher. Das gibt es aber leider noch nicht für die PlayStation. Woran liegt das? Das hat technische Hürden, so würde ich es mal beantworten. Wir haben ja viel getan. Wir sind, das klingt so ein bisschen anmaßend und angeberisch, aber wir sind ja in einer sogenannten Multipurpose-App unterwegs und rollen die gerade auf allen Geräten und Big Screens aus und haben da ja auch ein Musikangebot und ein Podcast-Angebot und Hörbücher und sukzessive knüpfen wir uns alle Ausspielwege, hier fällt was runter, glaube ich, vor, aber ja, ist sie nicht die Einzige, aber es gibt trotzdem viele Möglichkeiten, sich mit RTL. Gehört ihr denn zu denjenigen, die testen auf der
na, die Mediathek auf der PlayStation geguckt haben. Ja. Ja. Entschuldigung. Da haben wir den Reihen dahinter. Es wird dran gearbeitet, vermutlich. Ja. Vor allem im Reality-Bereich, die Frage klingt vielleicht ein bisschen vorwurfsvoll, ich meine sie überhaupt gar nicht so, aber wie viel Moral spielt da noch eine Rolle? Ich denke da an Formate wie Temptation Island, wo es ja wirklich darum geht, Leute zu filmen, wie sie fremdgehen. Ja. Wie weit wird das noch gehen und wo ist da die Grenze? Also es gibt tatsächlich Grenzen, auch wenn man die nicht immer sieht. Und wir haben natürlich mit den Produzenten Richtlinien, an die sich alle halten müssen. Und mir fällt die Frage ehrlicherweise jetzt viel, viel leichter zu beantworten als vor einigen Jahren. Jeder Kandidat, jede Kandidatin weiß, worauf sie sich einlässt. Dass wir trotzdem natürlich verantwortlich mit den Produzenten vor Ort sind, dass das im Rahmen dieses Formates und der Regeln, zu denen sie antreten, vertretbar ist, ist klar. Nutzer und Abozahlen geben uns recht. Also die Formate werden sehr, sehr gerne gesehen. Und man muss ja auch sagen, wir haben, nicht wir alleine, aber es ist ja auch ein neuer Berufsstand entstanden. Also Reality-Star sein, es sind ja mitnichten Leute, die nicht wissen, worauf sie sich einlassen, sondern sich sehr bewusst auf diese Formate einlassen und davon leben. Und da gibt es wiederum gerade in der ARD-Mediathek eine interessante Doku, die einige dieser Profi-Reality- das eine Weile begleitet hat und das ist wirklich spannend zu sehen, sowohl vom Mindset her als auch tatsächlich von der wirtschaftlichen Seite, wie da wirklich so ein Ökosystem für sich entstanden ist und wie die so eine Karriereplanung haben, halt vom Bachelor über, was weiß ich, dann prominent. Ja, da kann man weit kommen. Temptation zu gehen und das auch sehr so. Ich würde sagen, es ist ein bisschen verwandt mit Influencer-Tum, wie die das angehen. Ja. So, wir hatten dahin, ja, genau. Hi. Bitte. Ich heiße Amanda, ich arbeite bei Zalando und ich weiß, wir haben ein sehr cooles Pilotprojekt mit RTL Plus, mit GZSZ. Da kann man gucken und dann pausieren und schauen, was die Schauspieler so als Kleidungen haben und dann direkt kaufen von Zalando. Und ich weiß, dass es nur eine kleine Pilot ist, aber ich wollte fragen, so, wie geht es weiter mit diesen interaktiven Formate auf alle verschiedenen so Streaming-Dienste, ob das die Zukunft ist, ob das ausgeweitet wird in ein anderes so Format. Danke. Ich habe jetzt leider nur Bruchteile, aber ja, wir haben eine sehr erfolgreiche Kooperation mit Zalando, es hakt irgendwie immer, ne? Eine erfolgreiche Kooperation mit Zalando und man kann als GZSZ-Fan direkt quasi vom Bildschirm sich die Klamotten bestellen, die die Figuren in der Serie anhaben und soweit ich weiß, laufen da von unserer Seite auch schon weiterführende Gespräche, aber die Frage war vielleicht... Funktioniert das tatsächlich, weil das ist ja seit... Scheint zu funktionieren. Das ist jetzt nicht mein Kerngebiet, das macht eine andere Abteilung, aber ich habe gehört, dass das ein sehr erfolgreicher Fall ist und schön, dass Sie da sind. Das ist ja gefühlt seit 20 Jahren der feuchte Traum der Marketingindustrie, dieses interaktive TV, dass du Soaps guckst und die Kleidungsstücke der Hauptdarsteller direkt bestellen kannst per Klick. Hat nie funktioniert in der Vergangenheit, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Ja, GZSZ hat natürlich eine hohe Fangemeinde, aber es ist so ein bisschen das Shazam der Klamotten vielleicht. Ich nehme an, kein Use Case für die ARD, oder? Nein, man kann nicht die Klamotten des Staraner Tatort-Kommissars nicht die Klamotten des Münsteraner Tatort-Kommissars leider kaufen. Aber natürlich ist das Thema Interaktivität des Players auch ein wichtiges Thema. Also frage ich jetzt ein bisschen in das Themengebiet meines Produktkollegen oder meiner Produktkolleginnen natürlich rein. Tun ist schlecht, ne? Wir haben ein paar Wackler irgendwie. Ein paar Aussetzer. Ich probiere es mal nochmal. Also, wir nutzen ja einen Player, zusammen im ARD-ZDF-Streaming-Netzwerk. Das heißt, hier geht es wirklich um ein sehr reichweitenstarkes Player-Element. Das heißt, dementsprechend
langwierig sind natürlich auch die Entwicklungszyklen. Kann man sich vorstellen, an welchen Stellen das überall dann auch ausgespielt werden muss. Jetzt haben momentan eher so sehr einfache Themen oder wichtige Themen wie Sprungmarken und sowas. Da stehen wir gerade noch, aber wir haben jegliche Möglichkeiten auch natürlich Metadaten auch auszuspielen auf der Roadmap und da großes Interesse dran. Ja. Weitere Fragen? Ist das Mikro schon irgendwo, sonst haben wir es hier vorne in der ersten Reihe. Eine Frage zur ARD-Mediathek. Setzt das auch aus? Nein. Hauptproblem ist ja, wenn man nicht registriert ist, die Orientierung. Ich kann mir vorstellen, das ist auch sehr komplex wegen der ganzen Landesrundfunkanstalt. Für mich auffällig die Bühne, die oberste, wo 5, 6 Formate vorgestellt werden und Must-See-Formate. Wer legt fest, was kommt auf die Bühne und wie lange bleibt es da und wer bestimmt diese Must-See-Formate? Also was die Bühne, oder wir nennen sie Stage, ist eigentlich genauso wie ich Head of Content heiße. Also das ist diese Top-Leiste in der Mediathek, genau, das man also zuerst sieht. Bei uns heißt es Karussell. Karussell, ja, okay. Top Row, ja. Könnte man noch sagen. Genau, das ist sozusagen, also die wird befüllt nach einem sehr, sehr ausgeklügelten Konzept. Also wir haben quasi ein sogenanntes Zoning der Startseite, also das festlegt, an welcher Stelle können welche Arten von Inhalten gespielt werden. Und quasi in unserer strategischen Portfolioplanung wird festgelegt, anhand dieser Kriterien, die ich vorhin auch genannt habe, welche Inhalte sozusagen eine besondere Sichtbarkeit auch erfahren und die kommen dort rein. Also das ist sozusagen eine Systematik, die wir ausgearbeitet haben. Und das Must-See, das sind Tipps der Redaktion. Also das ist wirklich eine sehr subjektiv ausgewählte Leiste, die wirklich individuell von RedaktionskollegInnen befüllt wird. Die ist aber weiter unten auf der Seite. Genau. Aber die Frage war auch, wer entscheidet das, was da oben kommt? Das seid ihr, euer Team. So einfach ist es nicht in der ARD. Okay. Dann beruft eine Konferenz ein. Es sind die Programmkoordinationen tatsächlich. Also Gemeinschaftsprogramm in der ARD entsteht über sogenannte Koordinationen, also quasi, wo sich die Programmbereichsleiterinnen der jeweiligen Sender zusammensetzen, die Expertise haben und da wird anhand von festgelegten Kriterien gemeinsam erarbeitet, was die Inhalte sind, die wir besonders exponieren. Genau. Weitere Fragen? Da sehe ich noch einige Hände. Vor allen Dingen bei RTL Plus ist mir aufgefallen, Stichwort Inklusion und Barrierefreiheit, so mit Untertitel habt ihr es nicht so gerne, kann das sein? Das kann gut sein, wobei wir uns Mühe geben und das auch vor allem technische, nicht ideologische Gründe hat. Also ich kann es nicht anders sagen. Also ja, da ist Luft nach oben, aber wir arbeiten dran. Wir haben natürlich da auch ehrlicherweise in Deutschland eine gesetzgeberische Lücke, weil überall um uns rum in den angloamerikanischen Ländern sowieso ist es seit Jahren ist jeder Veranstalter verpflichtet, das zu tun. Das merkt man jetzt im internationalen Vergleich sehr stark, wenn deutsche Serien auf einmal im Streaming auch in anderen Ländern erfolgreich werden und dann hektisch diese Dinge, die nicht sowieso schon vorhanden sind, nachproduziert werden müssen. Aber es ist natürlich ein ganz treffender und wichtiger Punkt. So, letzte Frage. Jonas hat vorhin das Beispiel gebracht, dass die ersten Folgen einer Serie, die waren ab 12, die waren frei verfügbar und die danach kamen, die waren ab 16 und waren dann also unter anderem aus Jugendschutzgründen erst nach Login verfügbar. Gern von beiden wissen, aus beiden Welten sozusagen, wie das sich vielleicht verändert hat, ob Jugendschutz ein Thema ist und ob das ein Problem ist, dass Leute, die ab 16, ab 18 Formate gucken, sich dafür registrieren. Ist das eine Hürde oder machen die Zuschauerinnen und Zuschauer das einfach? Wer möchte zuerst? Also aus meiner Sicht hat die Bereitschaft, Inhalte zu schauen, die erst ab 16 oder ab 18 sind, zugenommen, auch durch die internationalen Streaming-Gewohnheiten. Also
Es gibt, finde ich, gerade, also in manchen Subgenres wie Crime Mystery zum Beispiel, finde ich, wenige Serien, die nicht FSK 16 sind. Das heißt, da sind wir eigentlich noch die Ausnahme, weil wir halt viel auch produzieren, das dann in der Primetime laufen soll im linearen Fernsehen. Deswegen würde ich sagen, die Bereitschaft hat deutlich zugenommen und es ist dann wirklich die Frage, ob das bei einem Inhalt gelingt oder nicht, eine dramaturgische Frage und wirklich eine Frage, ob der Inhalt einfach so reinzieht, dass man dabei bleiben möchte oder ob er vielleicht auch dramaturgische Schwächen hat und man deswegen nicht weiter gucken möchte. Das hat dann aber aus meiner Sicht weniger mit Jugendschutz zu tun. Schließe ich mich an. Kurz und knackig, vielen Dank. Dann bleibt mir nur noch euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit zu danken und natürlich insbesondere euch beiden für diese spannende Runde, wie ich fand. Frauke Neeb, Jonas Schlatterbeck, herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.